Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute am Fluss, habe eine Spinnrute dabei und versuche ein paar Hechte zu fangen. In der letzten Nacht war es extrem kalt. Ich glaube, die erste Nacht, wo es wirklich Minusgrade hatte hier in Bayern. Und ja, deswegen haben wir heute auf dem Fluss starken Nebel. Es ist bedeckt. Eigentlich perfekte Bedingungen, um ein paar Hechte zu fangen. Ich habe mir die GoPro umgeschnallt. Vielleicht kann ich damit auch einen Live-Biss filmen. Ich laufe jetzt einfach ein paar Stellen ab und schaue mal, ob was geht. Ja, gerade habe ich wieder einen Köder verloren. Vorhin konnte ich noch mal einen retten, da musste ich kurz die Schuhe ausziehen. Aber das ist nun mal so im Fluss. Es gibt verdammt viele Hindernisse und natürlich muss man auch dort angeln, weil in den Hindernissen stehen die Hechte. Bis jetzt hatte ich nur einen Fehlbiss. Es ist jetzt schon knapp 15 Uhr, also in der Stunde wird es dunkel. Ich denke, ich mache jetzt noch eine Stunde am Wehr. Vielleicht beißt da noch einer und dann geht's ab nach Hause. Ausgestiegen. No way. Außer den 2 Barschen ging jetzt nichts mehr. Aber ich habe noch einen Geldbeutel gefangen. Ich habe schon viel erwischt in meinem Leben, aber einen Geldbeutel habe ich auch noch nie gehakt. Geld ist leider keins drin, nur 3 Euro in klein. Aber da war noch ein Ehering drin und auch ein paar Kreditkarten und so. Ich weiß nicht, ob das jemand verloren hat. So wie der aussieht, liegt der hier schon ein bisschen länger drin. Ich werde auf jeden Fall versuchen, den Besitzer zu finden und den Ehering zurückzugeben. Und ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem Video.